Servus, liebe Kurvenräuber und Räuberinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Coffee Racer Steak. Ich bin der Stefan und wie ihr sehen könnt, sind die Schrauben vom Verzinker zurückgekommen. Ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was da alles so drin ist. Hier sind eher die Kleinteile drin, Schrauben, Muttern, Federn und so weiter. In der Tüte haben wir dann schon eher die größeren Teile, wie die Ölleitung, die großen Schrauben, der Gehäusehälften. Und was den Ölfilter und so weiter betrifft. Und hier haben wir dann noch die Achsen. Jetzt wollte ich euch mal was fragen. Vielleicht habt ihr da mehr Ahnung davon wie ich. Ich hatte schon öfters Teile beim Verzinken. Das hatte ich allerdings noch nicht. Guckt mal hier oben. Da ist so ein goldener Ring noch rum. Also da ist nicht die Verzinkung richtig abgeschlossen, würde ich sagen. Ob das qualitativ so okay ist. Ich hatte schon öfters Teile beim Verzinken. Sowas hatte ich allerdings noch nicht. Das ist jetzt ein neuer Verzinker. Bezahlt habe ich jetzt für alles 135 Euro. Ich weiß nicht, ob das okay ist vom Preis. Könnt ihr auch mal unten reinknallen. Ich wollte euch jetzt einfach mal ein Update schaffen, wie es mit den Schrauben aussieht. Jetzt können wir eigentlich mit der Motormontage anfangen. Machen wir ja heute auch schon. Wir fangen an, den Kopf zusammenzubauen. Allerdings nicht hier. Hier ist es mir zu kalt. Minus 12 Grad. Mir friert hier schon die Griffel ab. Wir packen jetzt das ganze Zeug und fahren nach Hause. Wir haben nämlich wieder sturmfreie Bude. Ast rein, voraus nicht zu Hause. Und dann können wir das zu Hause zusammenbauen. Ich packe das ein und wir sehen uns dann gleich an meinem Tisch. So, jetzt der Hammer, dass wir das heute montieren können, ist eine reine Glückssache. Es ist mir nämlich wieder ein Malheur passiert, dazu aber gleich mehr. Ihr seht, es ist ein Haufen Zeug, was wir dazu brauchen. Unter diesem Handtuch habe ich noch ein Handtuch liegen, dass hier nichts passiert. Und dazwischen hier so eine kleine Wanne, die habe ich mal von meinem Vermieter geschenkt bekommen. Danke nochmal an dich, falls du das Video siehst. Ansonsten brauchen wir natürlich den Kopf, die Ventile, alles was dazugehört. Da hinten Öl, den Federspanner, ein bisschen Fett, zwei verschiedene Hammerarten, Langnüsse, einen spitzigen Schraubenzieher, zwei Pinzetten und zwei verschiedene Arten von Magneten. Natürlich das Wichtigste ist dieser Dichtsatz, den habe ich damals von Cruise in Image mitbestellt. Da sieht man auch die Logos eingedruckt von ihm. Das lohnt sich aber nur sowas zu bestellen, wenn man mehr bestellt. In meinem Fall habe ich natürlich noch die Kolben und so weiter bestellt. Deshalb habe ich mir dann gleich diesen Dichtsatz mitgeordert. Das sind diese Ventilschaftdichtungen mit drin, die müssen wir jetzt dann gleich auspacken. Und warum hat man jetzt Glück, dass wir das heute montieren können? Ich habe ja damals hier diese Ventilkeile in diese kleine Kappen rein. Natürlich könnte man die zukleben, hier festmachen, habe ich natürlich nicht gemacht. Mir fiel natürlich unten so ein ganzer Behälter runter am Boden, in den Schnee, auf den Asphalt. Und da sind ja 16 Stück drin. Pro Ventil haben wir da zwei Stück, Ein- und Auslass. Und von diesen 16 Ventilen habe ich dann allerdings nur noch 14 Stück gefunden. Mein Sohn mit 6 Jahren hat mir dann zugesprochen, Papa, ist überhaupt kein Problem, ich habe die besseren Augen. Wir finden die und wir sind tatsächlich runtergegangen und er hat von diesen 16 die fehlenden 2 noch gefunden. Jetzt können wir das montieren, ist super Sache. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist natürlich den Kopf reinigen. Ich habe das jetzt schon gemacht, mit Bremsenreiniger nochmal durchgeblasen. Es war zwar alles abgedeckt, aber nach wie vor kommt da trotzdem Staub und Schmutz rein und das müssen wir natürlich noch rausholen. Jetzt fangen wir mal an mit der Montage. Dazu brauchen wir jetzt erstmal noch die Ventilschaftdichtungen. Die packe ich gleich mal aus. Ich stelle euch hier mit hin und dann könnt ihr ideal zuschauen, wie wir diese Ventile montieren. Die Ventilschaftdichtungen sind jetzt ausgepackt. Der Trick ist allerdings vom Carsten. Wir haben jetzt hier eine 11er Langnuss und ein Einlassventil. Das füllen wir jetzt hier mal ein. Vorsichtig durch die Nuss durch. Auf den Schaft müsst ihr natürlich auch schon Öl drauf machen, habe ich jetzt schon gemacht. Ihr seht hier die Tropfen noch. Jetzt nehmen wir hier eine Ventilschaftdichtung, füllen die vorsichtig auf das Ventil auf. Mit einer Hand, das ist natürlich alles schwierig. Und natürlich müsst ihr in die Ventilschaftführungen auch Öl machen. Dann nehmen wir das, gehen hier vorsichtig mit diesem Ventil in die Ventilschaftführung ein. Aber wie gesagt, vorsichtig und mit viel Öl, dann kann da nichts passieren. Und dann können wir mit dieser Nuss die Ventilschaftdichtung aufdrücken. Zack, das war schon. Jetzt können wir das wieder rausholen. Wie gesagt, mit einer Hand ist es alles nicht so einfach, vorsichtig zu sein. Und jetzt haben wir hier die Ventilschaftdichtung aufgedrückt. Das mache ich jetzt bei allen. Und wenn ich damit fertig bin, zeige ich euch mal das Ergebnis. So, alle 16 Ventilschaftdichtungen sind jetzt montiert. Ein- wie auslassseitig. Das war jetzt die Einlassseite. Jetzt gehen wir nochmal zur Auslassseite rüber. Das hat wunderbar geklappt mit dem Werkzeug, wie ich es euch gezeigt habe. Und jetzt können wir anfangen, die Ventile zu montieren. Da fangen wir auch wieder einlassseitig ein. Hier von Zylinder 1 auf Zylinder 4 rüber. Ich stelle euch weg und wir fangen einfach an. Wir nehmen das erste, reinigen das nochmal, gegebenenfalls natürlich hier Bremsenreiniger drauf tun, dass hier vielleicht grobe Verschmutzungen nochmal runterkommen. Aber in dem Fall sind sie sauber. Dann natürlich jetzt ganz wichtig, Öl draufbringen auf diesen Schaft. Ich spare da nie. Ihr seht, ich knall da ordentlich drauf. Dann drehen wir das mal jetzt rum
dass wir das Ventil einführen können. Ich versuche mal den Kopf euch so hinzudrehen, dass ihr das seht. Das ist die Einlassseite, sieht man schön, die Ansaugstutzen. Und dann führen wir hier das Ventil ein, vorsichtig. Jetzt kommt die Ventilschaftdichtung, zack, ist drin. Jetzt können wir den wieder umdrehen. Nehmen die Ventilfederteller, die auch nochmal durchreinigen gegebenenfalls. Ich habe es jetzt schon gemacht. Dann führen wir die da ein. Ich hoffe, die fallen gleich in den Sitz. Natürlich nicht, aber dafür haben wir jetzt die Pinzette. Zack, das war die erste, die große und jetzt die kleine. Da müsst ihr natürlich jetzt aufpassen, dass ihr euch die Ventilschaftdichtungen nicht zerstecht mit irgendwelchen spitzen Gegenständen. Da wenig vorsichtig sein. Jetzt können wir die Ventilfeder nehmen. Da haben wir die kleine Ventilfeder, die große Ventilfeder und den Ventilfederteller. Das setzen wir auch mal hier auf. Zack. So, jetzt nehmen wir den Ventilfederspanner. Der ist natürlich noch eingestellt vom letzten Mal. Also der passt soweit. Dann hier unten wieder vorsichtig aussetzen auf dem Ventil. Ich drehe es jetzt mal rum, dann könnt ihr das besser sehen. Und hier in den Reihen müssen wir jetzt die Ventilkeile setzen. Da brauchen wir jetzt die Ventilkeile vom Einlass. Die habe ich hier. Ich schütte jetzt einfach mal aus, alle 16 Stück. Jetzt probieren wir mal die Ventilkeile einzusetzen. Ich hoffe, ihr könnt es gut auf der Kamera erkennen. Ist natürlich jetzt noch schwieriger, die einzusetzen, wenn hier die Kamera im Weg steht. Aber ich probiere jetzt mal mein Glück, die da rein zu fummeln. So, der erste ist schon mal drin. Wobei mir der jetzt nicht gefällt von der Position. Ja, das ist gut. Natürlich vorher die Ventilkeile schön sauber machen, bevor ihr die einsetzt. So, jetzt habe ich beide Ventilkeile endlich drin. Jetzt entspannen wir das mal vorsichtig. Ich drehe euch mal ein bisschen runter, dann seht ihr das vielleicht besser. Wenn ich den entspanne, kippen wir das wieder zurück und entspannen das Ventil mal vorsichtig. Ja, hat geklappt. Das erste ist drin, wie ihr sehen könnt. Die Ventilkeile schließen schön ab. Und das machen wir natürlich jetzt mit allen anderen auch. Da machen wir jetzt einen Zeitraffer oder vielleicht mache ich es auch so, dass man das dann sieht, wenn ich fertig bin. Ich mache jetzt auf jeden Fall weiter. Erstmal die Einlassseite und dann die Auslassseite. I just wanna go so crazy, I just wanna be a freak, yeah. I just wanna rise to the top, yeah. I just wanna go reach the peak, so I've been really well focused on success. Hey, y'all will see, yeah, you won't see that I will get it, cause I'm really focused, man, I make it with the rap, and I just follow my path, I just follow my passion. To me, this is what's precious, yeah, in my soul, man, I can feel it, so every single verse, man, I just gotta go and kill it, man, I gotta be the kid, I could be the guy taking you wild, I could be the villain, but good as a kid, lately I'm painting my path on my way, yeah. I got no time that I can waste, so I've been sitting in this space, yeah. Making rest every day, man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first, cause we going, you going insane. Der Kopf ist fertig montiert, wir sind jetzt wieder in der Garage. Ich wollte euch jetzt mal die Ventilkeile von nahen zeigen, wie das jetzt aussieht. Das kann man ganz schön erkennen. Das ist jetzt auslassseitig. Zylinder 1, Zylinder 2, Zylinder 3 und Zylinder 4. Ich drehe den Kopf jetzt mal schnell für euch um. So sieht er jetzt von der anderen Seite aus. Da könnt ihr jetzt schön erkennen, wie die Ventile drin sitzen in ihrem Sitz. Das kann man natürlich jetzt noch überprüfen, ob die auch wirklich dicht sind. Das machen wir jetzt auch gleich. Allerdings muss ich jetzt den Kopf nochmals umdrehen und dann zeige ich euch noch einen kleinen Trick. Ich habe jetzt hier so ein Stück POM-Material, POM nennt sich das, also so ein Kunststoff und einen Hammer. Und da gehen wir jetzt einfach auf die Ventile oben drauf und geben den einmal einen Dämpferer
Und das machen wir jetzt mit allen, dass sich wirklich das Ventil richtig setzt und auch die Federn und natürlich die Ventilkeile. Sollte da irgendwas nicht richtig montiert sein, wird es uns jetzt entgegengeflogen kommen. Das ist einfach mal so eine Überprüfung. Das machen wir jetzt mal schnell mit allen Ventilen. Ein- und auslassseitig logischerweise. Jawohl, jetzt drehen wir den mal kurz rum. Dann machen wir noch die andere Seite. Jetzt können wir natürlich noch die Dichtigkeit der Ventile endlich überprüfen. Sollte die natürlich nicht dicht sein, müssen wir die nochmal rausholen und nochmal nachschleifen. Also ich bin natürlich guter Dinge, dass die dicht sind. Es ist natürlich auch alles verbaut. Wir haben ja jetzt überprüft nochmal mit diesem POM-Material und dem Hammer, ob wirklich alle Ventile richtig drin sitzen. Es ist auch alles verbaut, wie ihr seht. Es ist nichts übrig geblieben. Ich stelle euch weg und wir füllen mal hier die Brennräume auf. So, alle vier Brennräume sind jetzt aufgefüllt mit Bremsenreiniger. Ich gebe den Ganzen jetzt mal 2 Minuten Zeit. Ich habe hier nebenbei das Handy gestartet, die Stoppuhr. Und jetzt schauen wir mal, was innerhalb von 2 Minuten passiert, ob da sich großartig was verflüchtigt oder nicht. Wenn nicht, haben wir die Arbeit gut gemacht. Wenn ja, müssen wir da nochmal nacharbeiten. Ich habe den Ganzen jetzt 3 Minuten sogar gegeben. Und jetzt gucken wir mal, ob sich was verflüchtigt hat. Ganz einfach, ich fülle das nochmal auf und gucke, ob da was fehlt. Naja, minimal, wenn überhaupt. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Also da ist so gut wie nichts rausgegangen. Also das ist top, das ist dicht. So können wir das lassen. Ich bin wirklich zufrieden. Ich mache das jetzt mal schnell sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Kopf ist fertig montiert. Dank meines Sohnes, der bekommt morgen von mir ein Paw Patrol Fahrzeug. Alle Eltern kennen diese Serie und das hat er sich auch redlich verdient, weil sonst hätte das heute nicht geklappt. Ich habe jetzt die Bremsflüssigkeit entfernt mit Lappen und nochmal alles wirklich frisch eingeölt, dass da nichts passiert, denn ich weiß noch nicht, wann ich zur Montage des Kopfes bzw. des Motors komme. Ich habe jetzt alles schon aufgeräumt, bis auf das Brett. Das kommt jetzt auch gleich in mein Regal für die nächste Motorrevision. Wenn ihr Fragen habt, haut es unten in die Kommentare rein, ich beantworte es euch immer gerne. Ansonsten, die Montage an sich, würde ich sagen, hat jetzt so 1 Stunde, 1,5 gedauert. Es kommt aber auch immer wirklich darauf an, wie man mit diesen Keilen zurechtkommt, wie sie reinrutschen und so weiter. Aber ansonsten würde ich sagen, mit 1 Stunde ist man da gut dabei. Hudeln bringt da natürlich nichts, man muss da schon ordentlich arbeiten, dass man da wirklich Fehler ausschließt, weil im Nachhinein kann das natürlich böse Folgen haben. Ja, und dann sind wir schon wieder am Ende. Ich würde sagen, lasst den Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Haut auf den Abo-Button, dass mein Kanal wächst und hängt euch meine Glocke um, so verpasst ihr kein Video mehr von mir. Jeden Sonntag, 10.15 Uhr, Anki und ich sagen jetzt Servus, ciao, macht's gut, euer Kaffee-Racer Stich.